Die aus meiner Sicht entscheidende Frage für die Entwicklung der Märkte in den nächsten Tagen und Wochen ist die Frage, ob die Wall Street das unmittelbare Platzen der KI-Nvidia-Blase verhindern kann. Also diese Blase der Euphorie, KI ändert alles, wir werden Firmen sehen, die massiv Geld verdienen, Produktivität wird steigen, alles geht durch die Decke. Das war ja die Vorstellung und diese Vorstellung gibt es immer, wenn neue Technologien kommen, ob wir mit der Erfindung der Dampfmaschinen bis hin zum Internet die Märkte unterschätzen das kurz oder überschätzen das kurzfristige Potenzial solcher Innovationen und unterschätzen das langfristige Potenzial solcher Innovationen wie KI. KI wird ein wichtiger, extrem wichtiger Faktor werden, aber es wird sich kurzfristig nicht so monetarisieren lassen, zu Geld machen lassen, wie die Märkte sich das vorgestellt haben. Und so wird Luft aus dieser Blase entweichen. Und die Frage ist, platzt die mit einem lauten Knall oder kann die Wall Street, wird die Wall Street versuchen, diese Blase in irgendeiner Form mit neuen Meldungen am Leben zu halten? Denn da verdient man sehr prächtig dran. Da haben sich viele Herrschaften an der Wall Street schon sehr schön die Taschen voll gemacht. Also gibt es handfeste Interessen, dass diese Story irgendwie weitergeht und wir haben in der letzten Woche den ersten richtigen Ballon gesehen, Versuchsballon, diese Blase irgendwie noch am Leben zu halten. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst mal die aus meiner Sicht entscheidende Meldung der letzten Woche an. TSMC, also der Chip-Produzent schlechthin für hochwertige Chips, die du für KI brauchst, zögerte laut einem Bericht von Reuters Bestellungen für Chipmaschinen heraus, mangels Nachfrage. Die Nachfrage ist gar nicht da, mit anderen Worten, das, was die Märkte sich vorgestellt haben, dass durch KI die Chip-Nachfrage durch die Decke geht, die ist nicht richtig, das stimmt nicht, das zeigt sich jetzt immer klarer. Und das bedeutet, dass ganz konkret angewendet auf den Fall von Nvidia, jener Konzern, der ja praktisch so toll die Erwartungen übertroffen hat, ich viele Wall Street-Kommentatoren gehört, die gesagt haben, wir haben noch nie erlebt, dass ein Unternehmen so stark die Erwartungen übertroffen hat und da sollte man schon vielleicht ein bisschen vorsichtig werden, wenn die Dinge so ein bisschen zu schön sind, um wahr zu sein und sie sind zu schön, um wahr zu sein. Jedenfalls, Nvidia lässt ja ausschließlich von TSMC seine Chips fertigen und wenn dieses Unternehmen jetzt nicht nur oder wenn von diesem Unternehmen nicht nur diese Meldung kommt, sondern faktisch ja auch das Unternehmen gesagt hat, im August haben wir 13,5 weniger Prozent Umsatz gemacht als im Vorjahresmonat. Dann muss man sich die Frage stellen, was stimmt an dieser Geschichte nicht? Was ist da faul? Und da ist eine Menge faul. Wenn jetzt diese Meldung hier, diese Meldung, nämlich, dass TSMC diese Bestellungen für Chipmaschinen hinauszögert, also für Maschinen, damit man mehr Chips produzieren kann, wenn die nicht dementiert wird oder irgendwie sich als falsch herausstellt, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, dann kommt auf die Chipkonzerne eine schwere Zeit zu und deswegen, wahrscheinlich deswegen, hat eben Nvidia versucht, über ein Dreiecksgeschäft faktisch eine Ponzi-Nachfrage zu erzeugen, also eine künstliche Nachfrage zu erzeugen, die gar nicht da ist. Ein Unternehmen, das faktisch Nvidia gehört, bestellt Chips. Das ist schon eine ziemlich lustige Geschichte, kreditiert von Unternehmen wiederum, die die größten Aktionäre von Nvidia sind. Wunderbar, also das ist diese Geldmaschine an der Wall Street, die richtig gut funktioniert hat bisher. Aber dann kam eben diese Meldung TSMC mit diesen Bestellungen und wir sehen, die Party endete so ein bisschen. Es waren vor allem die Tech-Werte, die schwach waren, der Nasdaq 100 mit den großen Tech-Werten, der schwächste Index überhaupt, Dow Jones Value also noch etwas besser. Wir sehen, wie Sven Henrik hier übrigens zeigt, dass wir im September 2021, also vor 2 Jahren, ziemlich genau da waren, wo wir jetzt sind. Also wir haben faktisch übergeordnet einen Seitwärtsmarkt vor uns. Aber eins ist eben jetzt klar. Wir sehen, dass sich diese Versprechen nach schneller Monetarisierung von irgendwie was mit KI leider nicht erfüllen lassen. Deswegen sehen wir solche Aktien wie Oracle abschmieren. Wir haben es bei Palantir gesehen. Wir sehen oder wir haben Microsoft gesehen, deren Ausblick auf das nächste Quartal. Da war ziemlich wenig Umsatzsteigerung durch KI drin, erstaunlicherweise. Also es lässt sich nicht sofort umsetzen. Und vor allem hast du jetzt das Thema, dass es eben Open Source gibt, etwa von
Mark Zuckerberg oder Mark Zuckerberg, jedenfalls Facebook oder wie heißen es jetzt, Meta heißen es, jedenfalls stellen die Open Sources oder Open Source oder versuchen die ganze KI-Geschichte über Open Source anzupacken, also kostenfrei, jeder kann mitwirken und das bedeutet, dass die kommerziellen Anbieter von KI es natürlich schwerer haben, wenn es dann eine kostenfreie Version gibt, an der alle mitarbeiten. Also das zeigt so ein bisschen das Dilemma von KI, wie willst du wirklich Kohle damit machen, wie willst du wirklich damit Geld verdienen und die Bewertungen sind aber inzwischen in den Himmel geschossen und dann ist eben die Frage, wann platzt diese Illusion, wie gesagt, langfristig wird das ein ganz, ganz großes Thema sein, aber noch wissen wir nicht, wer langfristig wirklich davon profitieren wird, wer dann der große Gewinner sein wird und vor allem, wie viele Verlierer es geben wird, denn bei jeder solch wichtigen Innovation wie KI, die es ja im Übrigen auch schon lange gibt, das ist ja nicht seit gestern so, wird es Verlierer geben. Wir sehen in Asien jetzt Verlierer, die Tech-Werte dort, Japan ja heute Feiertag, sehen wir als Verlierer. Und schauen wir uns mal den SOX an, also den Halbleiterindex, der sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Wir sehen Lam Research, unter anderem ein Zulieferer für TSMC. Unschöner Chart, wir sehen Applied Materials, sehr unschöner Chart, man könnte viele andere aus diesem Sektor noch zeigen, also das ist irgendwie angeschlagen und ohne die Halbleiter wird auch der Nasdaq seine Schwierigkeiten haben, hier sehen wir den Nasdaq an 100 Stand, Freitag noch. Mal sehen, wie es heute weitergeht. Da sehen wir hier diese ähnliche strukturierte Blase wie damals bei Krypto, als die Fed eben die Zinsen auf Null gesenkt hat und Liquidität reingepackt hat. Jetzt allerdings stehen wir im kurzen Zeitfenster vor der Situation, dass wir die Blackout-Periode bei den Buybacks haben, also immer mehr Unternehmen können ihre Aktien nicht zurückkaufen. Aber die Wall Street steckt nicht auf. Sie will diese Illusion beibehalten, weil sie damit natürlich hervorragend Geld verdient. Also kam Morgan Stanley um die Ecke und hat gesagt, Mensch, Tesla ist jetzt das neue KI-Spiel. Wow, da haben wir einen Computer entdeckt und das ist gleich ein Supercomputer und der heißt Dojo. Ich meine, wer Dojo heißt, muss super sein. Und hier sieht man also das Potenzial von 500 Milliarden, hat man gesehen, ist faktisch totaler Bullshit. Da wird in ein Zukunftsfeld hineinprojiziert, was überhaupt noch nicht eröffnet ist, was noch nicht wirklich funktioniert. Autonomes Fahren, Robotaxis und so weiter. Ob das kommt, wie das kommt, wissen wir noch nicht. Kann sich durchsetzen, kann sich nicht durchsetzen. Ich glaube, autonomes Fahren wird sich erst dann durchsetzen, wenn Menschen nicht mehr fahren dürfen, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Algorithmen agieren nach 1 und 0, während Menschen eben irrational sind, teilweise emotional sind, für einen Algorithmus nicht zu lesen, wie die Menschen im Straßenverkehr reagieren. Also wird es entweder so sein, dass nur noch autonom fahrende Autos unterwegs sind oder eben nicht. Und das ist das große Thema auch für Tesla. Jedenfalls versucht die Wall Street, diese Story hochzuhalten, in irgendeiner Form eine Ersatzerzählung hier hinzuzuerfinden. Und das ist Roger McNamee, jemand, den Sie sehr genau zuhören sollten, der sagt, wir sehen immer wieder denselben Gameplan an der Wall Street, du erzeugst einen Hype. Erinnern wir uns an Metaverse, das ganz große neue Ding. Meta hat viele Milliarden da reingesteckt und es ist ein ganz großer Flop geworden. Auch Krypto könnte man dazu zählen in gewisser Weise. Oder jetzt eben auch KI, die es natürlich schon lange gibt. Wenn Sie Netflix gucken, dann schlägt Ihnen die KI vor, ja, das könnte Ihnen auch gefallen, weil da gibt es eine gewisse Übereinstimmung mit Ihrem bisherigen Zuschauerverhalten und so weiter und so fort. Wenn Sie Navi im Auto haben, ist auch das KI. Also das ist natürlich, ja, also es wird hier dann die generative KI sozusagen als das ganz, ganz heiße Ding hier gepusht. Und ja, es ist etwas Besonderes, aber eben, wie gesagt, die entscheidenden Punkte sind, wer profitiert davon, wie schnell geht das, wie kann man damit Geld machen. Genau das ist das große Problem und Nvidia-Chef Jensen Huang scheint selber nicht so fürchterlich überzeugt zu sein, dass das Beste noch vor ihm ist, weswegen er zuletzt ja deutlich Aktien verkauft hat. Kommen wir nochmal to the markets in general. Wir sehen hier die Woche nach dem Septemberverfall ist in der Regel nicht so sube. Nur in 22% der Fälle war der Markt höher.
ein Median Return von minus 1,0%, also eher schlecht. Wir sehen, dass normalerweise jetzt hier die VIX-Saisonalität anspringt, der VIX also nach oben geht. Wir sehen gleichzeitig, dass Market Maker short im VIX sind, weil eben die Kunden auch short sind, die mussten sich dann hedgen. Das heißt, wenn wir hier den VIX anspringen sehen, dann könnte da richtig was kommen. Das Highlight in dieser Woche ist natürlich die FED-Sitzung. Und hier werden wir vor allem auf die Dotplots achten. Also wie sehen die FED-Mitglieder, wie die Zinsentwicklung sich weiterentwickeln wird. Dass die FED die Zinsen in dieser Woche anhebt, ist praktisch ausgeschlossen. Aber sie wird sich den November eben offen halten. So dürfte es aussehen. Und klar, die Konsumenten haben ein Riesenproblem. 51% der Banken haben ihre Kreditvergabe verschärft. Die Zinszahlungen der Amerikaner schießen nach oben, gleichzeitig die Sparquote schießt nach unten, rechts und unten dieser Chart. Und hier schauen wir uns das mal an, 17,1 Billionen Haushaltsschulden, 12 Billionen Mortgages, 1,6 Autoloans, 1,6 Student Loans, die ja jetzt auch noch zurückgezahlt werden müssen, und 1 Billion Credit Card Debt. Also jetzt Ölpreise 40% in 3 Monaten nach oben. Mortgage Rates 7,5%, die Zinsen für Kreditkarten bei über 25%. Wie soll das gut gehen? Normalerweise dürfte die FED die Zinsen nicht mehr anheben, aber die Inflation ist wieder da, wie wir in den Erzeugerpreisen gesehen haben, wie wir gesehen haben, dass auch die Inflationsdaten, vor allem in der Kernrate, höher waren als erwartet. Und jetzt sehen wir Öl nach oben schießend, OPEC gegen Wall Street, OPEC Interesse am hohen Ölpreis, Wall Street Interesse an der KI-Blase, aber hier steht es 1:0 für die OPEC gegen die Wall Street. Die Welt hat ein Problem, ausreichend Diesel zu produzieren. So lesen wir jetzt in Schlagzeilen, zum Beispiel bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Jetzt sehen wir Hedgefonds, sind jetzt long in Öl. Also die Spekulanten gehen oben drauf. Das kann natürlich dann auch schief gehen. Wenn wir jetzt mal shiften nach China, dann sehen wir hier, da Japan praktisch, ich glaube, man feiert irgendwie das Meer oder irgendwas, wird da wieder seltsames gefeiert in Japan. Jedenfalls sehen wir, der Hang Seng weiter im Rückzug, niedrigster Stand seit einem Jahr. Wir sehen, Evergrande fällt 25%, nachdem der Chef der Vermögensverwaltung festgenommen wurde. Property woes, sour sentiment. Und wir sehen hier, Property Investment wird immer schwächer in China. Es geht nicht bergauf. Wir sehen, dass Geld jetzt rausgeflossen ist, auch im August, schon im Juli. Jetzt im August hat sich das Ganze noch weiter verstärkt. Kapitalflucht. Vor allem die Westler ziehen ihr Geld eben raus. Und in China sehen wir, der Verteidigungsminister ist ja verschwunden. Der, wie heißt der, Xiaofeng oder wie heißt der, jetzt habe ich es vergessen, wie heißt der, da steht es irgendwie, Li Shangfu, genau, der Li Shangfu, nein, dass ich das vergessen habe, der Li Shangfu von der Oberfläche verschwunden, jetzt heißt es inoffiziell, dass er praktisch untersucht wird. Wir haben jetzt die Raketenkommission, die abgelöst wurde, wir haben einen Außenminister, der abgelöst wurde, wir haben einen Verteidigungsminister, der abgelöst wird, und jetzt kommen die Studenten in China an die Universitäten zurück und müssen sich Propaganda oder müssen sich Videos anschauen, wie man Spione identifiziert und fängt. Also wir sehen, Xi ist so ein bisschen jetzt in Paranoia. All das ist aus meiner Sicht jetzt schon eine Stufenleiter sozusagen hin zu dem Versuch, Taiwan zu erobern. Wir sehen etwa auch bei den Wirtschaftsdaten in China, seit Xi Jinping an der Macht ist, gibt es immer weniger Daten, weil es auch immer weniger schön wird, wenn du eine staatssozialistische Planwirtschaft wieder einführst, wie Xi Jinping das gemacht hat, nachdem vorher ja dieser Kommunismus ja rein formal war. Faktisch war das ein Turbokapitalismus. Jetzt hast du wieder Staatssozialismus und das geht halt dann nicht gut, und dann musst du natürlich die Wahrheit verstecken. Und nicht so richtig gut ist auch das bei der EZB gegangen. Da wurde ja geleakt, offenkundig, dass die EZB die Inflationsprognose anheben wird. Daraufhin haben die Märkte kapiert, oh, die EZB wird wahrscheinlich die Zinsen doch nochmal anheben. Jetzt hat, wie bekannt geworden ist, Lagarde den EZB-Mitgliedern verboten, in die Sitzung Handys mitzunehmen, aus Angst vor dem nächsten Leak. Auch das nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Wir sehen ein weiteres Beispiel für nicht Ruhmesblatt. Hier gibt es jetzt verstärkte Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland in Sachen Atomkraft.
Und dem Energieproblem Europas, hier unten sehen wir mal, 2022 war der Industriestrom für französische Konzerne doppeltes oder war nur die Hälfte dessen, was für deutsche Konzerne der Fall ist. Wir wissen ja, dass der grüne planwirtschaftlich-sozialistische Habeck jetzt versucht, sozusagen die massiv gestiegenen Strompreise für die Industrie, die er selber mit erzeugt hat, jetzt durch Subventionen wieder auszugleichen. Das ist kaum zu fassen. Und insgesamt, so zeigt sich gleich hier die erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren, dass der Traum vom grünen Wirtschaftswunder immer mehr ausgeträumt ist. Wir sehen heute früh ganz frisch, Geschäftsklima für Selbstständige kühlt immer weiter ab. Kein Wunder, dass wenn du sozusagen eben so etwas Ähnliches machst wie Xi Jinping oder sagen wir mal in die Richtung gehst wie Xi Jinping, so eine staatswirtschaftliche Planung, nur halt diesmal in Sachen Energie, dass es dann mit der Wirtschaft nach unten geht, ist nicht so fürchterlich überraschend. Also erste Empfehlung, hier die ausgeträumten grünen Träume. Dann Überblick über die Märkte, Zinsen, Inflation. Die Märkte proben die Quadratur des Kreises, aber geht das gut in dieser Woche? Zweite Empfehlung. Die dritte Empfehlung, beunruhigendes Aktiensignal für das US-Wachstum. KI und Big Tech kaschieren die Risse im Aktienmarkt. Und ich denke, wir haben jetzt eine Chance, dass Value besser laufen wird als Tech in den nächsten Tagen und Wochen. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, als Artikel. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.